Moin Leute, herzlich willkommen zu einem regnerischen Tag von Minecraft Leben. Im gestrigen Livestream ist echt eine Menge passiert und ich würde mal sagen, ich gebe euch jetzt eine kleine Zusammenfassung mit ein paar Ausschnitten aus dem gestrigen Livestream. So, als erstes haben wir direkt jemanden von der La Familia erwischt, wie in unserem Haus, seht ihr das? Achtet mal drauf, da, er ist sowas von in unserem Haus gewesen. Und dazu schreibe ich natürlich, was machst du in meinem Haus? Also das ist natürlich, da habe ich natürlich mal wieder die vergessen, die Tür zuzumachen. Aber das ist ja keine, man kann sie ja nicht einfach selbst einladen. Nur weil irgendwie mein Nachbar hier vergisst, seine Haustür irgendwie zuzumachen, da gehe ich ja auch einfach nicht rein. Das ist natürlich ganz klar. So, Wintercracker fällt da from a high place. Ich gucke natürlich in Panik als erstes nach dem guten alten Edgar. Sie waren gerade in meinem Haus. Und da vorne sieht man schon auf der rechten Seite das Schild, das ich euch auch gleich nochmal zeigen werde in der ganz normalen Aufnahme. Ich habe nichts gemacht. Ja. Ich hatte da echt Panik, dass dem guten alten Edgar da irgendwas passiert ist. Aber wie wir sehen, ist ihm nichts passiert. Und hier gibt es gleich eine richtig, richtig geile Sache. Da hat nämlich der gute alte O-Saft mich gefragt, hey, willst du mal ein Flugzeug sehen? Und da geht das schon. Das sind einfach nur Pistons mit irgendwie Redstone-Blöcken und so zwei Slime-Blöcken. Und das Ding fliegt einfach durch die Luft. Und ich meine, man kennt das ja aus dem Mittelalter, dass da so ein paar Flugzeuge immer gerne mal von A nach B geflogen sind. Also das hat mich echt umgehauen, was da irgendwie möglich ist. Gab es so etwas auch schon in den vorherigen Versionen? Also gab es sowas schon vor der 1.8? Weil diese Slime-Blöcke sind ja eigentlich komplett neu. Aber es könnte ja sein, dass es irgendwie mit einem anderen Trick irgendwie, ja, funktioniert hätte. So, da sehen wir auch gleich, da fliegt er immer weiter. Das Problem ist nur, er hat die gerade Strecke auf Kevs Leuchtturm gewählt. Und da wird es auf jeden Fall gleich noch spannend. Das Ganze entwickelt sich hier zu einem kleinen Event, denn die anderen gucken natürlich auch alle gespannt da drauf und er nähert sich einfach immer mehr diesem Leuchtturm. Ich weiß nicht, ob er nicht vielleicht ausweichen wollte, da sehen wir auch den guten alten Dena, mit dem wir auch gleich nochmal eine ganz, ganz kurze Unterredung haben. Denn er ist ja ein alter Verbündeter zu Zeiten von Varo und jetzt, mal gucken, können wir schon fast den Countdown machen. 3, 2, 1... Und? Warte. Zack. Da frisst das Ding sich einfach in Kevs Ding rein. Kann man damit, ich weiß ja nicht, wie das ganz genau funktioniert, und da stirbt O-Saft auch, weil er dagegen geflogen ist. Ist es möglich, damit auch weitere Blöcke abzubauen? Oder war das jetzt sozusagen, das Ding ist dagegen geflogen, dann ist die Maschine kaputt gegangen? Da begrüßen wir nochmal den guten alten Dena. Na, mein alter Verbündeter. Ja, so haben sich die Zeiten geändert. Aber wenigstens begrüßt er uns noch auf seinem Pferd. Ah, Mensch. Und gleich kommt eine Rettungsaktion der Edgarianer. Denn wir setzen uns ja für die Schweinchen ein. Und da müssen wir jetzt nochmal eine Sekunde warten. Zack, und da sind wir. Ich wollte eigentlich Schafe suchen und die Scheren für die Wolle für diese Dieter-Statue. Und dann sehe ich hier in Gefangenschaft so viele Schweine, das waren zu viele, weil ich meine, Tierhaltung ist hier nicht verboten, aber man sollte eben gucken, dass das Ganze auch ein bisschen artgerecht ist. Guck mal, wie viele Schweine da drin sind, die können sich doch alle gar nicht entfalten. Und wir natürlich, ich habe wirklich die ganze Zeit überlegt, was mache ich jetzt? Und dann habe ich irgendwann beschlossen, okay, wir müssen diese kleinen armen Schweinchen, guck mal, wie sie uns mit ihren Kulleraugen angucken. Die sind sie. Und dann denke ich mir, okay, brechen wir die Tore auf. Lassen wir die Schweine frei. Ich habe, das ist glaube ich Rahmschnitzels Haus oder so. Ich habe ihm da aber noch Karotten dagelassen, damit er notfalls sozusagen, ja, die Schweine wieder reproduzieren kann. Wir wollen ja niemandem oder keinem Spieler schaden. Aber wir mussten einfach die Schweine freilassen. Hier sehen wir ein kleines, sozusagen ein kleines Speedbild von der Edgar-Statue, sage ich schon. Der Dieter-Statue. Man sieht hier, Pete Dizzle mal wieder der absolute Experte, was es angeht. Ich habe mir da einfach, weil ich bin nicht so der gute Freihandbauer. Und deshalb habe ich mir einfach bei Google eingegeben, Huhn, Statue Minecraft. Und dann kam da eben was Schmagotastisches. Und ihr werdet das auch gleich noch sehen. Da präsentiere ich euch in der normalen Aufnahme
die fertige Statue sozusagen. Obwohl, hundertprozentig fertig ist sie noch nicht. Wir müssen die noch hinten ausbauen, genauso wie Edgars Statue. Da unten ist auch noch nicht komplett der Rasen etc. fertig. Da gehört auch noch ein bisschen was zu. Das werdet ihr alles gleich noch sehen. Hier ist ja gleich noch nicht Ende. Aber es ist so gut wie Ende mit dieser kleinen Livestream-Zusammenfassung. Und ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick bekommen, was wir gestern alles so im Livestream getrieben haben. Wir haben natürlich auch noch ein bisschen was gefarmt, ein paar Level. Da hatten wir allerdings nicht ganz so viel Glück mit den Verzauberungen. Und ja, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall weiterhin viel Spaß mit der ganz normalen Aufnahme. So Leute, ich hoffe, ihr seid jetzt einigermaßen gut im Bilde, was gestern alles so abging. Und jetzt werden wir uns direkt mal den guten alten Dieter angucken, wie er denn fertig aussieht. Dazu juckeln wir mal ganz kurz nach unten und ich könnte mir eigentlich auch wieder meine Dia-Sachen anziehen, denn wir waren ja auch gestern noch im Neta, hatten uns die Level etc. gefarmt und da wollte ich einfach nicht das Risiko eingehen, irgendwie in die Lava zu fallen und dann meine ganzen Dia-Sachen zu verlieren. Dann müssen wir jetzt mal gucken, wo Pidessel überhaupt die Dia-Sachen hingetan hat. Die müssten im Untergeschoss sein. Sag ich, knackig. Da sehen wir auch das kunstgemeine Schild, wo drauf steht, bald sterben noch mehr Tiere, La Familia. Und wir hatten ja einen Verdächtigen in unserem Haus gesehen. So, jetzt snacken wir hier erstmal den ganzen Stissel. Den Bogen nehmen wir natürlich auch. Switchen das alles mal. Weil dann können wir auch im Wasser etc. natürlich wesentlich schneller schwimmen. Das ist echt das Geilste. Ich finde das immer noch richtig krass. Ich wusste auch gar nicht, dass es mit der 1.8 eingeführt wurde. So, warte mal. Wir gucken uns jetzt den fertigen Dieter mal an. Hier unten, das finde ich auch cool. Jetzt haben wir hier eine komplette Rasenfläche. Sag ich, knack, ich werde mal hier. Das nervt mich noch so ein bisschen. Kann ich das Wasser nicht irgendwie... Warte mal, wenn ich das hier so voll mache und dann wieder abbaue. Warte mal, Spitzhacke, zack, zack. Ah, dann wird das auch so ein bisschen in geregelte Bahnen gelenkt. Weil auf der anderen Seite... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hasse Wasser in Minecraft. So, zack, zack. Und dann sieht das genauso aus wie auf der anderen Seite. Stimmt. Oh, ich habe hier noch Quarz. Perfekt, ey. Weil wir hatten das eine Mal, weil wir nicht so viel hatten, hatten wir hier unten was weggenommen. Zack, zack. So, dann haben wir das auch schon mal perfekt fertig, weil ich hatte den Fehler gemacht. Ich hatte das hier immer alles nicht ausgeleuchtet und deshalb ist der Rasen hier auch nicht gewachsen. Also, ich würde mal sagen, Rasen, Gras, Tomato, Tomato. Oh, da oben haben wir auch noch nicht. Die mussten wir gestern ja abreißen in der Folge mit Peterle, wo er Edgar geschlagen hatte und er wollte ihn anzünden. Dieser kleine Schlawiner. So, warte mal, hier unten, stimmt, ich wollte euch, da ist er. Obwohl, man sieht ihn nicht ganz und wir müssen auch in den nächsten Livestreams, ich weiß nicht hundertprozentig, ob es heute einen geben wird, aber das werde ich natürlich wie immer ankündigen, dann wahrscheinlich, gestern haben wir relativ spät angefangen, erst um 21 Uhr. So, da wie gesagt, die Decke werden wir raushauen, aber ich denke, man kann auf jeden Fall Dieter erkennen. Ich hoffe, dass Dieter in den nächsten Tagen wieder zu uns zurückkehrt. Edgar chillt da oben auch noch. Den habe ich auf jeden Fall vor der Aufnahme schon geguckt. Nicht, dass da irgendwas Korruptes passiert ist. Denn wir haben ja die Nachrichten von der La Familia bekommen, dass die da scheinbar wieder was Böses planen. Hier ist aber alles easy going. Dann werden wir mal jetzt ganz knackig hier auf die andere Seite. Und ich habe auch jetzt gerade eine andere Maus. Die hat mir Revi geliehen, weil ja, habt ihr in den letzten Tagen mitbekommen, meine rechte Maustaste war kaputt. Und dann habe ich immer die Pfeile so richtig komisch geschossen. Das war richtig nervig. So, zack, ich knackig hier mit den Dingern. Und was wir jetzt noch brauchen, ich möchte sehr, sehr gerne den Teppich da unten fertig machen. Oh, hallo. Hi. Guten Tag. Dein eines Auge ist immer oben links. Kennen Sie Boris? Er steckt einfach den Kopf hier komplett. Okay. Scheinbar. Ey, Bro, du sollst den Kopf nicht in den Sand stecken. Auch nicht ins Holz. Das ist echt nicht so gesund, Bro. Hier ist es aber auch schon wieder dunkel. Wenn wir gleich wieder in den Stadtkern kommen, dann wird es immer wieder ein bisschen ruckeln. Ja, das ist ja wieder standardmäßig hier mit dem... Oh, wer ist da vorne? Flügelchen. Okay. Das kann man... Ey, wo sind denn die ganzen Hunde? Warte! Außer. So, zeige ich gleich mal... Oh, ich muss was essen. Stimmt, und ich wollte auch gerne ein neues Gebot einführen von den Edgarianern. Und zwar, dass jeder Edgarianer, sofern er menschlich ist, immer eine Karotte dabei haben muss. Das ist ab sofort eins der obersten Gesetze. Das werden wir auch gleich nochmal ein bisschen festhalten. Mann, ich wollte doch eigentlich auch noch in die Farmwelt schnell mal ein bisschen blaue... Obwohl, warte mal, das kann ich doch auch einfach mit dem Lapis machen, oder nicht? Stimmt. Warte mal, habe ich Wolle noch? Nee, aber ich habe eine Schere.
Haben wir hier noch ein bisschen Wolle? Ich habe aber gestern eigentlich geguckt, dass wir da... Okay. Was will ich mit diesem Kram? Danke. Oh, Tür zu! Okay, kann ich wieder aufmachen. Mein Schwert. Oh, sorry, dein Steinschwert. Es tut mir leid. Wir müssen uns beeilen. Wir brauchen Wolle. So, ich weiß nämlich, da unten ist Wolle. Da sind nämlich viele Schafe. Okay, das ist Quarz. Perfekt. Alter, da hat's aber auch... Das war ich aber nicht. Guck mal, das ist ein Huhn. Aber das ist leider nicht Dieter. Dieter würden wir sofort erkennen. Zack. Danke für die Wolle. Danke für die Wolle. Ich glaube, mehr brauchen wir auch nicht. Das müsste eigentlich schon direkt reichen. Warte mal, wie viel haben wir? 6. Weil ich will ja nur diese Platten für den Boden. Ist die Frage, obwohl... Wollen wir das nicht? Das wäre ein bisschen... Nee, dann ist es besser, wenn wir das blaue... Dann kann man sagen, die blaue Ecke und die rote Ecke. Nee, das ist wesentlich nicer. Nicer, dicer. So. Perfekt, Blue Wool. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Ich weiß leider nicht mehr ganz genau, wie das funktioniert. So. Nein, jetzt weiß ich nicht mehr, wie man so ein Boden macht. Ach, Crap. Wie funktioniert das? Mist! So auf jeden Fall nicht. Vielleicht so alles unten? Schreibt mir das mal sehr... Obwohl, ich könnte das googeln, aber ich kann jetzt leider nicht raustabben. Dann müssen wir das auf das nächste Mal einfach easygoing verschieben. Hier die beiden Diamond Eggs. Da hatten wir echt Pech mit dem Unbreaking und der Efficiency. Und, ja, leider ist auch niemand von unseren Feinden online. Ansonsten... Oder zumindest mal ein klärendes Gespräch. Also, das geht ja so nicht. Also, die neuen Drohungen... Und wir wissen ja eigentlich, wer die neue Drohung hier ausgesprochen hat. Da steht Moin. Das war auch der liebe Quotenkadel gestern. Nun gut, meine Damen und Herren. Ich würde mal sagen, das war's für heute mit einer ganz gechillten Folge von Minecraft Leben, wo ich euch so ein bisschen gezeigt habe, was gestern abging. Und wir werden auf jeden Fall in den nächsten Tagen unsere Arena dann letztlich ja fast schon fertig haben. Und ich hoffe, dann kann ich mal den einen oder anderen... Vielleicht könnte man das ja sogar so machen, dass man das eigentlich relativ fair klärt. Dass man sozusagen Duelle macht gegen die La-Familie oder gegen sonst wen. Dass man dann einfach mal zeigt, wo der Frosch die Locken hat. Oder nicht? So, meine Damen und Herren, das soll es für heute gewesen sein. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Ansonsten wünsche ich euch allen noch einen angenehmen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.